schnüffelst. Der Sturm wird schlimmer, Mondbär. Komm her zu mir. Jetzt erst losgelaufen, oder was? Ich finde sie. Du bringst Kathy in den Schrank unter der Treppe. Ihr bleibt im Schrank, egal was passiert. Mama und ich kommen so schnell wie möglich zu euch. Liz! Kathy, komm her, schnell! Kathy? Beeilung! Ich bin doch die ganze Zeit da. Beim Haus! Komm zurück zum Haus! Ich kann nicht sehen, wo du bist! Folge meiner Stimme! Schnell! Der Sturm kommt näher! Ich finde euch nicht! Liz! Ich sehe das Observatorium! Nein! Geh da nicht hin! Es ist nicht sicher! Nein! Liz! Kathy, bleib da, okay? Bleib da, okay? Bleib da, okay? Dad? Dad? Elizabeth? Oh mein Gott, Liz. Liz. Dad, Liz. Wo bist du? Liz. Liz. Dad, Liz. Bist du okay? Mein Schatz. Steh auf, Liz, komm schon. Liz, der Sturm ist vorbei, komm schon. Steh auf. Steh auf, die Zeit ist. Geh nicht. Geh nicht. Dad, bitte. Geh nicht. Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir nicht umgezogen? Warum sind wir? Nicht einfach umgezogen. Wir hätten doch einfach schon umziehen können. Ja. Ich fahre jetzt einfach zum Ziel. Gib nicht mal Gas. Jetzt gebe ich Gas. Zum Glück sind die so gebaut, dass sie immer wieder auf den Rädern landen. Ach, warte, das war gelogen. Thank you.
Mal gucken, ob das nachher noch klappt mit dem Busfahren. Und mal gucken, ob hier jetzt jemand lebt. Rohstoff scheint da zu sein. Das war spannend. Ja, da sind welche. Ja, so ein Heizspüler ist da. Grünzeug ist da, auch wenn es in der Luft liegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe in den Schlauch lang, wo ich lang gehen muss. Dass einer gleich tierisch überrascht. Ist Isaac hier? Isaac Johansson? Nicht wahr. Was bist du groß? Mein Gott, du bist so groß geworden. Die Nachricht kam an. Ja. Das Einzige, was durchkam, war das erste Wort. Mondbär. Unfassbar, wie groß du jetzt bist. Also groß wie du, ne? Ich hätte alles gegeben, um... Isaac, hier Conrad. Hallo. Der Kohlenstoff ist knapp. Wir brauchen noch etwa 1000 CCN von Habitats für den Vita-Ausdruck, also... Es tut mir echt leid. Odem sinkt sehr schnell. Miyoshi und ihr Wasserstoff haben Priorität. Ich genehmige euren Kohlenstoff für die nächste Lieferung. Jill kümmert sich drum. Okay, danke. Genehmige die Anfrage, Argus. Ist das MacArthur's ASI? Ja. Ich habe ihn mitgenommen nach... Sind das die einzigen Überlebenden? Ja. Ich wollte, es gäbe mehr, aber es war ein übler Tag. Ja.
So viel Trauma. Die Spaltung. Die Gewalt. Seit diesem Tag sind unsere Energieressourcen äußerst knapp. Nur ein Überfluss an Sauerstoff bekommen wir nach wie vor von Habitas. Ansonsten müssen wir abwägen, was wir mit unseren Ressourcen tun können. Und das ist, ist schwierig. Doch bisher funktioniert es. Es ist so wunderschön hier. Ja. Fast schöner als auf der Erde. Ja. Die anderen Leute, sie sind nicht so erfreut, dass ich da bin, oder? Nein, so ist das nicht. Sie wussten nichts von der Nachricht an dich. Und haben wohl nicht erwartet, je wieder jemand anderen zu sehen. Oh. Und jetzt? Musste ich das jetzt machen, oder? Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe lang gebraucht und mehr Ressourcen verwendet, als mir lieb war, aber ich konnte es halt nicht lassen. Hast einen großen Mond hier gebaut? Nee, hier hast du die Hütte noch mal gebaut. Dad. Mir fehlen die Worte. Los, sieh dich doch mal um. Wenn du dich umgesehen hast, habe ich in der Küche eine Überraschung für dich. Ist das Haus nicht die Überraschung? Nun, ja und nein. Ich will jetzt nicht zu viel Rummel drum machen. Vielleicht gefällt sie dir ja gar nicht. Sieh dich also ruhig erst weiter um, wenn du möchtest. Ja, also natürlich mir später. Jetzt erwarte ich übrigens noch den großen Knall mit der durchgeknallten, die sich einfach nur an ihm rächen will. Oh, ich habe da vielleicht übertrieben. Hier ist sie. Holzbär. Ich weiß, du bist zu alt für Spielzeug, aber den habe ich gemacht. Aus Holz, das hier wächst. Schau, von dort drüben. Ich brauchte ihn halt einfach. Als Andenken an dich. Er ist sehr fragil, also bitte sei vorsichtig. Geht schneller kaputt als die von früher. Was denn? Magst du ihn nicht? Ich weiß, was hier los war, die Hologramme. Und was du getan hast. Okay. Dann hältst du mich wohl für ein Monster? Nicht wirklich. Nicht. Ich verstehe das schon. Ich denke oft dran. Jeden Tag. Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehe. Ich wollte mich raushalten. Ich habe im Leben so viel falsch gemacht und
aber... damals musste ich sie beide stoppen, bevor hier alles aus war. Warst du etwa gegen Rosa und Homewood? Wolltest du denn nicht zu uns nach Hause kommen? Das ist kompliziert. Aber du bist hier. Jetzt bist du hier und ich lasse dich nie wieder aus den Augen. Hier bist du in Sicherheit. Ich beschütze dich. Versprochen. Wollen wir mal sehen. Wie gesagt, die anderen beiden sind noch. Dad, ich... wir sind gekommen, um dich zu retten. Hörst du? Mich retten? Dich zur Erde zu bringen. Du willst mich zurückbringen? Aber... deswegen habe ich die Nachricht nicht geschickt. Ich habe sie geschickt, damit du hierher kommst. Hat ja geklappt. Was... was machst du dann hier? Zurück auf die Erde. Sie werden... was war der Plan? Was war der Plan? Ich weiß nicht. Die Gefangenen zurückschleppen. Aber Dad, wir müssen die Archen mitnehmen. Zur Erde. Die Kolonie ist trotzdem stabil. Sie funktioniert für uns alle. Ich tat das auch für dich. Hör mich jetzt bitte gut zu, Mundbär. Die Menschheit zerstört die Erde. Ja. Die Archen bestimmt auch. Sie gehen dann an die reichste oder stärkste Nation. Das darf... schau, was wir vollbracht haben. Die Mondbasis. Outward. Und die Erde retten will niemand? Ah, aber viel zu wenige. Isaac, hier Amira. Bitte komm. Ja, Amira. Der Habitas Rover ist zurück. Nur treffen wir uns gleich auf der Savannenterrasse. Es eilt. Ich bin gleich dort. Warte bitte hier, ja? Lieber nicht. Ich erkläre alles. Versprochen. Bitte. Okay. Die sind übrigens da und wollen ihn gefangen nehmen. Willst du nicht machen? Und wer ist das noch? Morgen, Schwester, ja.
wusste noch, dass sie da ist. Wie bist du? Schnell, verstecken wir uns. Sie kommt zurück, gibt's ein Versteck? Schnell. Beeilen wir uns.